JCC 2020, die ersten 16. Qualifikationen sind online. Sensory habe ich euch schon bewertet. Und jetzt kommt Prophet Andy an die Reihe, den ich kurz bewerten will. Und der bringt vor seiner Runde einen kleinen Hinweis für die Zuschauer. Und zwar diesen hier. Prophet Andy ist eine Kunstfigur und spiegelt nie die Ideologie des Interpreten wider. Bedeutet, hier erschafft sich jemand eine Art alter Ego, um die Sachen sagen zu dürfen, die er sonst in der Zivilisation nicht sagen würde. Also so ein wenig ist das eine Art Ausbruch aus der Realität. Und zu Corona-Zeiten ist das gar nicht mal so schlecht, genau das zu tun. Dem Schreihals sollte jemand mal einen Hustenbonbon anbieten, damit ihnen in der nächsten Runde nicht die Stimme wegbleibt. Ich würde ihm ja welche anbieten, aber meine hat alle Jack von Crack schon weggefuttert. Rein vom künstlerischen Handwerk nutzt er für seinen erschaffenen Charakter meistens das Stilmittel der Übertreibung. Dadurch entsteht absolut viel Nonsens, Überheblichkeit und ein Charakter, der sich unangreifbar macht. In einem Battle wäre es sicherlich sehr, sehr schwer, gegen ihn zu battlen. Thematisch sucht sich Prophet Andy eigentlich nur ein Thema raus, das er taktmäßig durchnimmt: sein prophetisches Gemächt. Und damit YouTube dieses Video nicht strikt, sage ich mal so viel. Es geht ihm primär um die Bespaßung weiblicher Artgenossinnen zu Zwecken der kopulativen Fortpflanzung. Ob er damit etwas künstlerisch kompensieren möchte, bleibt im Nebel des Konjunktivs. Mir gefällt der Charakter, den er in der nächsten Runde etwas Feintuning verpassen sollte und mal schauen sollte, ob er sich von diesen primitiven Übertreibungen ablösen kann und vielleicht echte Rapper übertreiben disst. Er könnte Übertreibung und Ironie ja dafür nutzen, um unterschwellig zu kritisieren oder sich über etwas lustig zu machen. Zum Beispiel Jizzes als Vaterfigur zu huldigen. Das war lyrisches Endlevel. Was haltet ihr von Prophet Andy? Beschreibt ihn mal mit 3 Worten in den Kommentaren. Schöner Nebeneffekt, der dadurch entsteht. Ihr penetriert den YouTube-Algorithmus ganz, ganz sanft. Danke euch, Kanal abonnieren, sonst kommt ihr nicht in den Himmel wie unser Prophet Andy.